Regionalliga Nordost News, los geht's. Es ist Winterpause und es startet schon wieder ein Umbruch beim Berliner AK. Im Sommer haben ja schon etliche Spieler den Verein verlassen und es sind etliche dazugekommen. Und auch jetzt verlassen wieder 5 Spieler den Verein. Einer davon war ja Irfan Brando, der zu Chemie Leipzig wechselt. Bei den anderen 4 ist noch unklar, wo sie hinwechseln. Außerdem wurden beim FC Carl Zeiss Jena der Trainer, Co-Trainer und Torwarttrainer entlassen. Bei Carl Zeiss Jena war ja ein katastrophaler Saisonstart, wo sie nach 9 Spielen gerade mal 7 Punkte auf dem Konto hatten. Eigentlich schien es so, als hätten sie die Kurve bekommen, weil aus den letzten 10 Spielen hatten sie 7 Siege, ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Aber die letzten beiden Spiele, die sie hatten, haben sie beide verloren. Das hat in Jena in der Hinrundenanalyse nicht gereicht, um den Job zu behalten. Jena ja momentan auf Platz 8, natürlich weit hinter ihren Erwartungen. Aber vielleicht waren vor allem die letzten beiden Spiele vor der Winterpause ausschlaggebend. Das waren die Regionalliga Nordost News. Lasst ein Like und ein Abo dafür mehr und wir sehen uns. Haut rein.